Moin, alle wieder an ihren Plätzen, das ist gut. Worum geht's heute? Ich habe vor ein paar Tagen eine Frage bekommen. Ich habe ja die Gables-Pomade vorgestellt und natürlich auch über die Inhaltsstoffe geredet. Die Gables-Pomade ist eine sehr einfache Pomade und normalerweise die einfachste Pomaderezeptur, die die Gables-Pomade auch hat, ist Vaseline und Parfüm. Und da kam natürlich die Frage auf, auch ganz logische Frage, kann man dann eigentlich auch pure Vaseline, so wie die hier, als Pomade benutzen? Ja, natürlich geht das, denn in dem Sinne ist Vaseline ja nichts weiteres als eine einfache, unparfümierte Pomade, könnte man sagen. Ja, deshalb werde ich das gleich mal vormachen und dann werdet ihr sehen, so wenn ich mir so einen Finger Vaseline hier rausnehme aus dem Becher, das sieht auch schon aus wie Pomade, nur duftet nach nichts, also duftneutral. Ja, ist schön weich, also Vaseline, pure Vaseline ist wie eine weiche Pomade. Da gibt es allerdings auch weichere Pomaden, nämlich dann, wenn da noch Öle drin sind, zum Beispiel, so wie bei der Royal Crown, da ist ja noch Olivenöl mit drin. Und bei anderen weichen Pomaden wie Excellento, da ist dann teilweise noch Rizinusöl ist da manchmal drin oder Kokosöl und solche Sachen, Lanolin manchmal und ähnliches. Ja, aber manche Pomaden, wie zum Beispiel Gables oder Tres Flores oder ursprünglich auch mal Sweet Georgia Brown, die bestehen einfach nur aus Vaseline und Parfüm. Das ist alles, ja. Das heißt, ja, klassische ölbasierte Pomade besteht einfach in der Hauptsache aus Vaseline. Und deshalb kann man sich auch ohne Probleme, wenn man zum Beispiel mal im Urlaub ist und man hat aus irgendeinem Grund keine Pomade dabei und man geht in die nächste Drogerie und da gibt es natürlich auch keine Pomade, zumindest keine richtige klassische Pomade, dann würde ich persönlich einfach nach einem Topf Vaseline greifen und das für meine Haare nehmen. Klappt super, ja, ist halt wie eine relativ weiche, fast mittelfeste Pomade, aber die funktionieren bei mir am besten. Gibt halt Leute, bei denen funktionieren feste Pomaden besser. Ist halt so, ja, denen wird dann Vaseline ein bisschen zu weich sein. Gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die denken, dass sie feste Pomade brauchen, was aber in Wirklichkeit nicht stimmt, ja. Da bin ich mir sicher, weil ich da aus eigener Erfahrung spreche. Ich dachte früher auch mal, man muss feste Pomade nehmen, damit das auch hält. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass halt für mich bei meinen Haaren weiche Pomade einfach viel besser ist als feste Pomade. Habe dazu auch ein Video gemacht. Das könnt ihr euch natürlich nochmal angucken, wenn ihr ein bisschen mehr zu meinen Gedanken zu dem Thema wissen wollt. Und ich weiß, dass es auch viele andere gibt, denen das genauso ging, die irgendwann von der Pestenpomade, von der festen Pomade weggekommen sind und die Erleuchtung in weicher Pomade gefunden haben. Naja, und für die dürfte das auch mal eine gute Notlösung sein, wenn man mal irgendwo, wie gesagt, auf Reisen ist, Pomade vergessen, dann geht man in die Drogerie, dann gibt es da vielleicht ein paar Produkte, die Pomade heißen, laut Etikett. Und die einen aber nicht so richtig überzeugen. Und da kann man dann ruhig zu purer Vaseline greifen. Ja, das funktioniert auch. So, so kurz gucken. Ich glaube, der Scheitel sitzt noch nicht so ganz richtig. Es lag aber nicht an dem Produkt, das ich verwende, sondern war gerade ein kleiner technischer Fehler meinerseits. Nochmal den Afrokamm nehmen und die Frisur so ein bisschen hochheben. Und da sieht man, da entsteht ohne Probleme eine tolle. Das heißt, da ist jetzt eigentlich kein großer Unterschied. Irgendwie klappt es mit dem Sprechen bei mir heute nicht so. Es ist kein großer Unterschied festzustellen. Also es wäre nicht großartig anders, wenn ich jetzt Excellento Pomade oder ähnliches genommen hätte. Ja, okay.
Also man sieht, zur Not klappt auch Vaseline. Wie gesagt, klassische übersiedelte Pomaden bestehen eh in der Hauptsache aus Vaseline und manche eben nur aus Vaseline. Von daher kein Problem. Ja? Bis nächstes Mal.